herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Thema diesmal die TV-Serie Ash vs. Evil Dead. Eine Premiere könnte man es nennen, denn dieses Mal in der neuesten Folge meines Podcasts geht es um eine TV-Serie. Warum, ist relativ einfach zu erklären. Ich habe die gerade frisch geschaut und würde jetzt gerne meine noch frischen Eindrücke euch gern vermitteln, damit ihr vielleicht für euch entscheiden könnt, ob die Serie was für euch ist oder auch nicht. Ash vs. Evil Dead ist eine relativ frische Serie, 2015 erschienen, hat auch bloß 10 relativ kurze Folgen und basiert auf der gleichnamigen Filmreihe Evil Dead. Bei uns kam die früher raus unter dem Namen Tanz der Teufel. Vielleicht schon mal von gehört, ist, glaube ich, jedenfalls der erste Teil ist, glaube ich, noch wundersamerweise noch sogar beschlagnahmt. Nicht nur indiziert, sondern auch beschlagnahmt. Ursprünglich gedacht als kleiner Low-Budget-Horrorfilm, 1981 erschienen, in der Hauptrolle Bruce Campbell, mausert er sich dieses Kleinod zu so einer Art Geheimtipp, das dann auch relativ schnell eine Fortsetzung bekommen hatte. Ich glaube, was heißt schnell, 3-4 Jahre später kam dann, glaube ich, schon Evil Dead 2 raus, was an sich mehr ein Remake ist als ein wirkliches Sequel zum ersten Teil. Da hatte man halt ein bisschen mehr Budget, das ging dann schon in die Millionen, während man im ersten Teil, glaube ich, nur knapp $300.000 zur Verfügung hatte und konnte halt alles etwas größer und brachialer machen. Interessanterweise unterscheiden sich beide Teile von der Stimmung doch sehr. Der erste Teil ist mehr so ein wirklich sehr düsterer, total humorloser, fast schon Standard-Horrorfilm, The Cabin in the Woods-Style, während der zweite Teil voll vom Leder lässt und mehr aus Splatter geht auf die Einmannshow von Bruce Campbell, dem Hauptdarsteller, und eine Menge Splatter-Effekte und comichafter Gewalt schon fast. Später ging es dann noch weiter im dritten Teil, 1992, Army of Darkness, der für mich nicht unbedingt ein dritter Teil der Evil Dead-Reihe ist, sondern fast mehr ein Spin-Off, weil da wird der gute Ash, unser Hauptdarsteller aus den ersten beiden Teilen, in die Vergangenheit geschleudert, ins Mittelalter, in so eine Art Fantasy-Mittelalter, wo er sich dann später gegen eine Untotenarmee, also Skelettarmee, behaupten muss. Hat er dann schon fast so eine Art Herr der Ringe-Niveau, Helms-Klammschlacht-Niveau. Da ist dann auch schon zu merken, dass Evil Dead so komplett ad absurdum geschickt wurde, denn Army of Darkness ist wirklich sehr, sehr lustig, hat auch kaum noch Gewalt, ist, glaube ich, sogar ab 16 freigegeben. Und hat halt mal versucht, was anderes zu machen, als ständig immer die gleiche Schiene zu machen, die heutzutage viele Horrorfilme machen oder auch in den 80ern viele Sequels von Horrorfilmen gemacht haben, Freddy oder Jason-Filme. Deswegen muss ich sagen, auch wenn es wahrscheinlich kontrovers gesehen ist, ist Army of Darkness doch vielleicht mein Lieblingsteil, eben aufgrund dieser Fakten, weil er halt sich doch sehr unterscheidet von den ersten beiden Teilen und der Splatter nicht vordergründig ist. Ich bin auch kein großer Fan vom ersten Teil, muss ich sagen, von Evil Dead. Ich finde, es ist ein sehr überhypter Film. Das Interessante an dem Film ist an sich, was die aus dem Geld gemacht haben, aus den 300.000, aus dem Low-Budget, den sie da das zur Verfügung hatten, dass sie da so einen sehr guten, düsteren Film gemacht haben, der für mich aber nichts Besonderes ist. Teil 2 ist da schon ein bisschen besser, aber auch der, finde ich, ist ja überhypt in seinen Reaktionen weltweit. Vielleicht habe ich den aber auch zu spät gesehen, weil ich habe die wirklich erst vor ein paar Jahren nachgeholt, weil es halt sehr schwer war zu der Zeit, die zu bekommen, ungeschnitten. Und vielleicht ist der Zug da bei mir abgefahren gewesen, weil ich hatte schon eher mich mit Jason, also mit Freitag den 13. oder halt auch Nightmare on Elm Street mehr so, also mit den anderen 80er Jahren Horrorserien eher angefreundet. Nichtsdestotrotz sticht natürlich in allen Filmen Bruce Campbell hervor, der Hauptdarsteller, der Ash spielt, der auch, muss ich sagen, die Filmreihe, vor allem den ersten und den zweiten, rettet, weil er macht vor allem im zweiten eine richtig gute Einmannshow. Das könnte man auch fast auf eine Bühne bringen und am Broadway aufführen. Es ist ein bisschen schade, dass der gute Bruce Campbell an sich außer den Evil Dead-Filmen nicht so viel Bekanntes gerissen hat. Es gibt hier und da so ein paar kleine Kultfilme, wo er mitgespielt hat. Babahotep zum Beispiel, wo Elvis Presley spielt, als Monsterjäger quasi. Oder halt auch die von vielen nicht unbedingt bekannte Serie Briscoe County Junior, die in den 90ern rauskam, eine Western-Serie mit sehr viel Humor, die so starke Indiana-Jones-Anleihen hatte, selbst was die Titelmusik anging, die übrigens exzellent war. Aber ich glaube, nach heutigen Maßstäben, ich habe die Serie auch bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, hat die, glaube ich, nicht gut durchgehalten. Wie gesagt, der Bruce Campbell baut seinen Ruhm doch eher auf Evil Dead auf
Und ist auch ein feiner Kerl, sehr lustig und kann eigentlich auch gut schauspielen, aber wie gesagt, er ist halt so ein Typecaster geworden, leider. Deswegen wurde ihm wahrscheinlich auch die Rolle angeboten zur TV-Serie Ash vs. Evil Dead, was ich sehr interessant finde, dass man überhaupt aus so einem Film-Franchise eine Serie macht. Ob es was geworden ist, werde ich gleich erklären. Spoiler wird es natürlich auch ein bisschen geben. Ich versuche mich zusammenzureißen, aber es ist schwer, für mich jedenfalls, immer über was Mediales zu reden, ohne zu spoilern. Ich finde, das gehört halt dazu. Wer es nicht hören möchte, der kann ja auch abschalten. Ist ja kein Problem. Gibt sicherlich auch genug Reviews über diese Serie oder über Filme ohne Spoiler. Jedenfalls ist diese Serie dann über Stars, über das Stars Network gelaufen. Ich weiß gar nicht, wem Stars gehört. Ich glaube, die sind unabhängig. Es ist keine größere Filmfirma dahinter. Ich glaube, es gab davor einen jahrelangen Rechtestreit um die Rechte von Evil Dead, was man in der Serie benutzen darf und was nicht. Und das fällt einem leider auch ein bisschen negativ auf, denn ich glaube, man hatte bloß die Rechte gehabt, Evil Dead 1 und 2 direkt anzusprechen. Es gibt auch teilweise hier und da ein paar Ausschnitte aus dem Film, aber wirklich ganz kurz, das sind vielleicht zwei, drei, über die gesamte Serie verteilt. Und Army of Darkness, das glaube ich bei Universal liegt, die Rechte, die konnten sie leider nicht sichern. Das heißt, das wird überhaupt nicht angesprochen. Es ist nicht unbedingt ignoriert worden, aber es wird einfach nicht angesprochen. Interessanterweise konnte man für die Serie Sam Raimi an Bord holen, der natürlich der Vater der Evil Dead-Filme ist, außer dem Remake, das er aber, glaube ich, auch produziert hat. Ich glaube, aber auch ohne Sam Raimi hätte das nicht wirklich funktioniert, meiner Meinung nach. Und ohne Bruce Campbell. Wie gesagt, die Serie besteht aus 10 Folgen. Im Durchschnitt gehen die ungefähr so 25 Minuten. Was ich interessant finde für eine Live-Action-Serie heutzutage, die keine Sitcom ist, dass die Folgen dieses typische, ja, Cartoon-Halbstunden-Niveau haben und nicht so 40 Minuten gehen. Der Pilot geht 40 Minuten, der ist auch von Sam Raimi selbst Regie geführt worden. Die anderen Folgen, wie gesagt, alle 25. Ich glaube, die letzte Folge geht noch ein bisschen länger, 35 Minuten, wenn ich mich nicht recht irre. Aber so hat man eine relativ knackige, kurze, knackige Serie, weil ich glaube, wenn man die länger gemacht hätte, hätte das auch sehr gestreckt gewirkt. Aber zu dem Punkt komme ich später nochmal. So viel erstmal genug zur Vorgeschichte. Jetzt möchte ich mal erstmal zum Aufhänger kommen. Also wie gesagt, das spielt direkt nach den ersten beiden Teilen. Es werden auch öfter mal zeitliche Referenzen darauf bezogen, dass es 20 Jahre danach spielt, was auch stimmt. Evil Dead 2 kam 85 raus und die Serie 2015, also 20, 30 Jahre, Verzeihung, 30 Jahre sind halt jetzt ins Land verstrichen. Ash arbeitet weiterhin in seinem S-Mart, in seinem Markt, also in seinem, ja, was ist das? Ist das so ein, das ist kein Baumarkt, das ist kein Supermarkt, das ist irgendwie so ein alles in einem Markt. Er ist ja so der Regalstapler quasi. Das hat er schon ein ganzes Leben lang gemacht. Und plötzlich geht halt dieses Evil Dead-Gehabe von vorne los. Die Deadites kommen wieder hervor. Also Deadites sind quasi so eine Art Zombies. Das sind Menschen, die gestorben sind und die dann quasi zu diesen Deadites werden. Das sieht man daran, dass sie so eine weißen Augen haben. Aber die reden halt, es ist quasi ein Mensch, der untot ist, wo dann quasi alles Böse, was vielleicht unbewusst in ihm war, hochkommt. Das heißt, das sind mehr so Zombies mit Tourette-Syndrom, die aber trotzdem alles über denjenigen wissen, wenn sie den gekannt haben. Also wenn zum Beispiel jetzt der Ladenchef von Ash, der später stirbt und zum Deadite wird, beschimpft dann natürlich Ash aufs Übelste mit halt allem, was er von ihm persönlich kennt, ob es um seine Arbeitsmoral ist, seine persönlichen Interessen oder halt, dass Ash manchmal nicht der Klügste ist. Dass diese Deadites überhaupt entstehen, wenn Menschen sterben, liegt daran, dass Ash in seinen früheren Filmen das Necronomicon gefunden hat, was ich lustig finde. Dass sie das namentlich erwähnen dürfen, finde ich interessant. In den ersten Folgen wurde es immer nur als das Buch bezeichnet. Ich weiß nicht, ob man später in den Folgen dann die Rechte hatte, weil es wird, glaube ich, dann später zwei, dreimal erwähnt als das Necronomicon. Das ist quasi ein großes Buch, das aus Menschenhaut gebastelt ist und alles Böse der Welt sozusagen in sich hat. Und Ash hat wohl im Vollrausch mit irgendeiner Prostituierten das Buch einfach mal aufgemacht und ein paar Zeilen gelesen. Und dadurch ist das Böse wieder erschienen auf der Welt. So war das auch im ersten Teil von Evil Dead, dass sie einfach mal ein Buch gelesen haben und dadurch unbewusst das Böse freigesetzt haben. In Form von den Deadites zum Beispiel. Und dann geht halt der ganze Quatsch von vorne los. Ist ein etwas lahmer Aufhänger, muss ich sagen, weil irgendwie, vielleicht kommt er da mal in der zweiten Staffel, vielleicht noch was anderes, aber naja, egal. Jedenfalls geht halt dieser Spaß von vorne los und Ash muss sich abermals seine Haut erwehren. Hat diesmal allerdings auch zwei Sidekicks, seine beiden Laden-Shop-Mitarbeiter. Einmal ist das Pablo, so ein mexikanischstämmiger, ja, Anfang 20er, denke ich mal, und Kelly,
auch eine Angestellte in dem Laden, auch, denke ich mal, Anfang 20, Anfang Mitte 20, auf die da Pablo so ein bisschen scharf ist. Und auch Ash versucht eigentlich, sie von Anfang an rumzukriegen. Aber Ash ist sowieso jemand, der immer irgendwie notgeil ist, habe ich das Gefühl. Und auch in der Serie irgendwie keine Chance auslässt, egal wie schlimm die Situation ist, sich an Frauen ranzumachen und mit richtig schlechten Sprüchen und einem riesigen Selbstbewusstsein diese rumzukriegen. Auch in Zeiten der Not. Das sorgt oft für sehr schöne Lacher. Später wird ihn treffen sie auch noch die Polizistin Amanda Fischer und die anfangs auf Ash Jagd macht, weil sie den Tod oder den Tod untersucht ihres Partners und den Tod der Prostituierten, mit der Ash rumgemacht hat, weil die war das erste Opfer. Die schließen sich später aber zusammen, wenn sie mer als sie merkt, dass Ash nicht unbedingt was dafür kann, sondern versucht, das Böse da wieder zu bekämpfen. Und als letzte Person kommt noch rauf Lucy Lawless, Xena als Ruby, wo später rauskommt, dass sie, Spoiler, der Ursprung des Necronomicon ist. Sie hat das geschrieben mit ihrem Vater, glaube ich, und versucht halt, dieses von Ash zu bekommen, um die Welt abermals in Dunkelheit verfallen zu lassen. Das ist eigentlich so mehr der, das ist dann später in der 10. Folge auch der Cliffhanger, oder nicht der Cliffhanger, der Vor-Cliffhanger, sag ich mal, der richtige Cliffhanger der Serie ist noch ein bisschen interessanter, weil er wieder typisch Ash repräsentiert, aber das ist so der erste Twist gewesen, der dann kam. Ash, wie gesagt, hatte im zweiten Teil von Evil Dead seine rechte Hand verloren, die hatte sich verselbstständigt, wurde quasi auch zu einem Deadeye, so ähnlich wie das eiskalte Händchen in der Addams Family, und die hatte versucht, ihn zu töten, und ein Großteil der Slapstick oder des Splatters im zweiten Teil beruhte halt auf der Interaktion zwischen ihm und seiner Hand. Später kam auch noch Evil Ash, das heißt, aus der Hand erschien ein neuer Ash-Klon, der aber böse war. Und in seiner Not gesehen hat Ash quasi sich so aus einer Kettensäge eine Kettensägenhand gebaut, die er quasi auf seinen Stumpf aufsetzen konnte und dann damit rumhäckseln konnte wie ein Bescheuerter. Das macht er auch hier in dem Film wieder. Dazu kommt noch seine geliebte doppelläufige Schrotflinte, die er mal mit sich trägt. Und bei diesen beiden Waffen nimmt er halt den Kampf auf, unterstützt von seinen beiden neuen Kompagnons und später, wie gesagt, der Polizistin Amanda. Die Serie hat an sich einen durchgehenden Plot, aber jede Folge hat so ein bestimmtes Thema, was dann verfolgt wird. Der Pilotfilm fängt sehr interessant an, hat sofort so dieses alte Niveau der Evil Dead-Filme. Aber mehr, finde ich, geht es in Richtung, vor allem die erste Folge geht fast mehr, auch wenn es irgendwie ironisch ist, Army of Darkness. Später so ab der 8. bis 10. Folge wird es dann, wo man dann später zur Cabin zurückkommt, zur Hütte im Wald, in der im ersten und zweiten Teil alles begann. Da kommt dann wirklich wieder so ein richtig gutes, schönes, altes Evil Dead-Feeling auf, also der Ursprungsfilme. Und es gibt auch eine Menge Anleihen, finde ich, an den neuen Evil Dead-Filmen. Vor allen Dingen, was auch später viele praktische Effekte angeht, weil klar, auch Evil Dead hat natürlich eine Menge Splatter-Effekte. Ich muss sagen, dass die Serie, was Evil Dead angeht, fast das brutalste ist von allem, was so Evil Dead rausgebracht hat. Mit vielleicht dem neuen Kinofilm natürlich auch sehr heftig ist. Da sind, finde ich, die ersten drei relative Waisenkinder dagegen. Auch wieder so ganz komische Moral, was in Beschlagnahmung angeht vom ersten Teil. Aber okay. Es gibt halt auch in jeder Folge immer was zu splattern und es könnte auf Dauer langweilig wirken. Es ist auch ein bisschen ermüdend, nach 10 Folgen ständig in jeder Folge so ein, zwei heftige Splatter-Szenen zu haben, weil man weiß, okay, jede Folge baut auf so eine bestimmte Szene auf oder hin. Interessanterweise ist, oder glücklicherweise sind die Szenen relativ abwechslungsreich, was das Metzel angeht, sodass es nicht zu langweilig wird und dann irgendwann so ein abgestandenes Wortspiel Walking Dead-Niveau erreicht, wo es dann irgendwie schon nach 3 Folgen genervt hat, weil es immer gleich war. Hier hat man das versucht, ein bisschen zurückzuhalten, aber eigentlich fängt fast jede Folge mit einem Splatter an und endet auch damit. Es wird eine Menge, wie gesagt, Handgemachtes benutzt, was ich wirklich gut finde. Also teilweise fließt das Blut dann wirklich in Literweise herum. Und es war bestimmt eine Menge Sauerei, das alles vorzubereiten. Es muss echt also weder war es ein guter Dreh als Spaß für die Schauspieler, oder es war auch wahrscheinlich ein harter Dreh aufgrund der vielen praktischen Effekte. Natürlich gibt es auch eine Menge CGI-Effekte, den man leider auch ansieht, dass es solche sind, aber okay, das lässt sich wahrscheinlich heutzutage nicht vermeiden. Einfach um Kosten zu sparen oder um schwere Effekte, wie zum Beispiel jemanden in zwei zu hauen oder weiß ich was, ist halt mit einer Puppe sehr aufwendig, das erstmal zu bauen, diesen Effekt aufzubauen. Da nimmt man dann schnell nochmal CGI. Wie gesagt, ist leider sehr auffällig.
Vor allen Dingen, was Bluteffekte angeht, aber das ist halt immer schon ein Problem gewesen. Für eine Serie ist es okay, kann man machen, aber es ist ein bisschen unnötig gewesen manchmal. Hätte man vielleicht mal einen Splatter-Effekt weniger machen sollen und vielleicht ein bisschen mehr auf die Story eingehen sollen. Die Story ist an sich, wie gesagt, relativ simpel. Baut halt eher auf der Dynamik auf zwischen Ash und seinen Komparsen. Und ich kann nicht mal jetzt sagen, was eigentlich die einzelnen großartigen Plotpunkte innerhalb der Folgen war. Ich kann jetzt ja grob den Anfang und das Ende zusammenreißen, aber ansonsten ist da nicht viel hängen geblieben. Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich die Stärke von Evil Dead, eine gute Story zu erzählen. Der gute Ash reißt das alles raus. Hat auch wirklich gut geschriebene Dialoge, passend zur Situation. Ash hat eigentlich immer einen relativ guten Spruch auf der Lippe, und weiß an sich immer schon, was zu tun ist. Es ist auch immer schön zu sehen, wie seine Arroganz und sein Selbstbewusstsein ihn in Schwierigkeiten bringen. Aber er ist trotzdem immer schafft, sich rauszuwieseln. Und das trifft auch das Ende der Serie zu. Da gibt es, ich spoilere jetzt noch mal kurz, da muss er halt die Wahl treffen, ob er die Welt in Dunkelheit verschwinden lassen möchte, aber dafür seinen verdienten Traum erfüllen kann. Das heißt, ja, ohne Sorgen leben zu können, alles im Überfluss zu haben oder halt das Böse zu stürzen, aber dafür halt auf das Vorgenannte zu verzichten. Und natürlich Ash in seiner Blödheit, kann man schon sagen, oder in seiner Arroganz nimmt natürlich Ersteres und so endet halt diese erste Staffel auf dieser Note, dass die Welt um sie herum untergeht und Ash aber freudestrahlend mit dem Auto quasi in die wortwörtliche Dunkelheit fährt. Und seine beiden Kompagnons sich natürlich beschweren, warum er diese dumme Entscheidung getroffen hat. Aber es ist natürlich ein guter Cliffhanger und Aufhänger für eine zweite Staffel. Aber es ist halt so, es beschreibt halt so typisch den Charakter von Ash. Nochmal kurz zurück zu den praktischen Effekten. Ich glaube, dass auch dieses Mal der Veteran Greg Nicotero dran war. Der hatte schon bei Day of the Dead 1985 die praktischen Effekte geliefert. Und er ist für mich einer der besten in der Hinsicht, was das angeht, neben natürlich Tom Savini. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass er das Protégé damals zu seiner Zeit war. Es würde passen, weil beide auch an Day of the Dead mitgearbeitet haben. Savini sogar schon an Dawn of the Dead 78. Und er hat auch eine kleine Rolle, meiner Meinung nach, in einer der Folgen als ein durchgeknallter Waffennarr und Armee-Junkie, der sich mit seiner Meute im Wald vergraben hat, um der Deadeye-Bedrohung Herr zu werden. Und seine Effekte machen das wirklich, wie gesagt, eine runde Sache, meiner Meinung nach. Ich glaube, er hat auch die Effekte zu Walking Dead gemacht. Ist er da nicht sogar schon jetzt zum Produzenten oder auch Showrunner aufgestiegen? Ich habe da keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, bei Walking Dead ist es so, dass irgendwie, nachdem alle irgendwie abhauen, alle eher bekannteren Produzenten und Regisseure, dass irgendwie jeder dabei ran darf, ob es der dritte Kameramann von rechts ist oder der Mikrofontyp von links, keine Ahnung. Sehr kurios. Aber es ist halt auch Walking Dead. Was will man da auch erwarten? Noch großartig. Sorry für den Diss, aber der hat mir schon seit längerer Zeit auf meinen Lippen gelegen und der muss jetzt mal raus. Die Comics sind übrigens genauso scheiße. Und das macht halt auch Evil Dead, also die Serie jedenfalls, ein bisschen, na nicht besonders, weil besonders würde ich das nicht sehen. Es ist auch nicht so der Hype. Es hat auch nicht so den Hype verdient, den es überall bekommt, aufgrund der hohen Kritiken. Es stellt sich halt ein wenig heraus, weil es halt dieses ganze Untoten-Zeugs nicht so ernst nimmt, halt mit sehr viel Humor, sehr viel schwarzen Humor vermischt, auch sehr trashig ist, teilweise aber positiv trashig, dass es wieder sehr sympathisch ist. Und schön ist auch, wenn wir schon beim technischen Netz sind, dass die Serie Gott sei Dank auf dieses furchtbare, revisionistische Teal Orange Farbgematsche verzichtet größtenteils und endlich mal wieder dieses komplette Farbspektrum abdeckt. Sehr, sehr untypisch. Ist man gar nicht mehr gewohnt, muss ich sagen, was Mediales zu sehen oder was Filmisches zu sehen, was, ja, man kann schon sagen, fast bunt aussieht und alle Farben unterstützt. Also großen Dank an das Produktionsteam. Ich hoffe, es bleibt auch so in der zweiten Staffel. Gibt es noch etwas zu sagen? Ach ja, zum Thema nochmal Hype. Wie gesagt, ich finde, dem Hype wird die Serie nicht gerecht. Die hohen Kritiken sind nicht unbedingt gerechtfertigt. Ich habe aber was gesehen, wie von Schnitten von 95% und so weiter. Weiß ich nicht. Es ist für mich so ein typisches 7,5, 8 von 10 Ding. Also es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Es ist wirklich gut, aber es ist jetzt kein Meisterwerk der Serienunterhaltung. Also es geht halt diesen Trend nach. Ich habe das Gefühl, den Kabelnetzwerke heutzutage irgendwie alle machen. Das heißt, nachdem sie irgendwie von alleine gelassen wurden, viel Gewalt,
auch mal hier und da ein Mops ist zu sehen zum Beispiel, und halt auch ein paar Schimpfwörter, obwohl die eigentlich in der Serie relativ zurückgenommen sind. Apropos Möpse, ich muss ja sagen, eigentlich rede ich nicht so gern darüber, aber Ash vs. Evil Dead hat drei wirklich sehr attraktive Frauenfiguren. Einmal die Angestellte im Laden, wie hieß sie nochmal? Die Kelly, gespielt von Dana De Lorenzo, nie von der gehört, die eine Hammerstimme hat. Sie ist, glaube ich, auch irgendwie mal Podcasterin gewesen oder irgendwie sowas, so eine Art. Die hat halt so eine geile, kratzige Stimme. Fast ein bisschen wie Jennifer Lawrence, ein bisschen heftiger vielleicht auch von der Stimme her. Die haben beide so eine relativ kratzigen, rauen Stimmen, das ich relativ mag eigentlich. Sie hat auch so einen ziemlich coolen, ja, Grungy-Look, sag ich mal. Sie sieht ein bisschen aus wie, aber da tue ich, glaube ich, Unrecht, ein bisschen aus wie ein weiblicher Marilyn Manson in jungen Jahren. Vielleicht muss ich einfach mal googeln nach ihr. Ich finde, sie wäre auf jeden Fall mein Typ, sagen wir es so. Zweite Frauenfigur, die Polizistin Amanda Fisher, gespielt von Jill Marie Jones, von der habe ich auch noch nie was gehört vorher, hat, was auch nicht unauffällig ist, und Ash spricht es auch später an, hat ein sehr auffälliges Dekolleté. Mit der Ash auch später dann fast was hat, bis sie dann irgendwann das Zeitliche segnet und Jagd auf ihn macht, als der Diet, auch sehr lustige Szenen. Es gibt überhaupt am Ende, in den letzten beiden Folgen im Wald, in der Hütte, eine Menge heftige Szenen, auch sehr gemeine Szenen auch. Es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo dann sie, was ein schönes Klischee ist, womit dem schönen Klischee gespielt wird, wo sie natürlich auf irgendwelche Hitchhiker, also Camper oder Tramper treffen im Wald, so ein drei junge Leute, die direkt aus jedem Teenie-Slasher-Film hätten kommen können, denen natürlich ein wirklich fieses Schicksal gegönnt wird. Und da hat sie nicht ganz unschuldig dran. Also Ashs fast Flamme, Jill. Und wie gesagt, auf ihr Dekolleté geht eine Menge Witze Ashs. Und drittens, wie gesagt, Lucy Lawless, die immer noch wirklich hübsch anzusehen ist und die sogar eine Nacktszene hat im Film. Zwar mehr von der Seite, aber man sieht genug, dass es als Nacktszene durchgehen könnte. Aber ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass sie blank zieht. Ich glaube, die Serie Spartacus habe ich nie gesehen. Ich glaube, da ist sie ständig irgendwie oben ohne rumgerannt. Keine Ahnung. Jedenfalls hat man hier nochmal einen Blick auf ihren nicht allzu kleinen Hintern, wer denn drauf steht. Gut. Ich würde sagen, auf dieser doch sehr interessanten Note könnte man eigentlich enden. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich kann, wie gesagt, die Serie an sich empfehlen. Wer Evil Dead mag, wird die Serie auch mögen. Sie fängt sehr gut an, endet sehr gut, hat mittendrin in ein paar Folgen so einen leichten Hänger, weil es Situationen gibt, die meiner Meinung nach nicht wirklich zum Kanon oder zur Atmosphäre von Evil Dead passen. Dazu spielt auch zu viel am Tage selbst, am hellen Tageslicht, was so Horror angeht. Ach ja, noch ein kleiner Punkt, Horror. Schade finde ich, dass die Serie zu 99% auf Jumpscares setzt. Weniger auf Grusel, sondern wirklich nur auf Jumpscares. Also es ist wirklich sehr, sehr klassische Jumpscares, wo jemand sagt, ach, da ist doch gar nichts. Und dann ist er im nächsten Moment, wird er weggezogen und umgebracht. Von derlei Szenen gibt es eigentlich, ja, eigentlich fast nur sowas. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Vielleicht will man da ein bisschen auch die 80er Jahre persiflieren, wo das natürlich irgendwie etabliert wurde. Mich hat es ein bisschen genervt, nach der Zeit, muss ich zugeben. Das sind aber auch eigentlich die einzig großen Kritikpunkte, die ich habe. Einmal halt diese zu inflationären Jumpscares und halt dieser Durchhänger in der Mitte am Tageslicht. Was man aber auch wieder ein bisschen verstehen kann, weil am Ende wird es halt dann wirklich sehr düster. Ab der Cabin im Wald. Gut, in diesem Sinne war das alles, was ich zu der Serie zu sagen habe. Schaut es euch an, macht euch ein eigenes Bild. Ich bin gespannt, wohin die zweite Staffel geht. Ich hoffe mal, dass sich das nicht so schnell ausnudelt und dass sie vielleicht nicht so viele Staffeln machen werden. Ich denke mal, zwei ist vielleicht auch genug irgendwann. Nicht, dass es irgendwann sich totläuft. Haha, wieder so ein Wortspiel. Und schreibt mir gerne eure Erfahrungen, falls ihr die Serie schon gesehen habt. Und ich würde gerne diese hören und darüber diskutieren, wenn ihr denn Lust habt. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann.